Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dem Nachtsteller am Moor. Ja, aber schon eigentlich auf dem Weg ins nächste Gebiet. Wie ihr seht, Barbecue-Feuer ist auch eröffnet. Ja, ich habe die Shortcuts gefunden, auch ganz nett. Schauen uns jetzt nochmal da die Ecke an. Vielleicht geht's auch noch viel, viel weiter, irgendwie ein geheimes Gebiet oder so. Wäre richtig cool. Oh. Das ist ein Event, ne? Oder was war da? Guck mal, die gehen voll aufeinander los. Wen haben die denn da abgemurkst? Ja, doch, 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 die Ritter. Ich bin auf deiner Seite. Zwischen die Fronten geraten. Was war das? Das war was ganz Neues, ne? Ich würde sagen, das waren auf jeden Fall irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht von den Fidelis. Die sind ja nicht ganz so glücklich mit den Lampenträgern. Stormont lässt grüßen, ne? Vielleicht so seinen Auftrag so heimlich, oh, das ist eine Kiste. Heimlich die Leute oder das Land reinigen, wie man will. Anhänger der Last. Anhänger der Last. Was ist das? Verlorene Granate. Ist auch neu. Eine explosive Waffe aus dem verlassenen Moor. Fesselt bei einem Treffer eine Wolke aus giftigem Nebel. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So eine Nebelgranate. Warum nicht? Ne? Kurzer Wurfspeer. Den brauche ich bis dahin eigentlich sowieso nicht. Oder hab ich so gut wie nicht benutzt. Ja, das Messer ist besser für Blutung, aber das macht mehr Schaden insgesamt, die Axt. Aber hat auch dafür einen doppelten Verbrauch, glaube ich, war das, ne? Sonst hätten wir noch die Empyreum-Granate. Sag ich jetzt einfach mal, das wird so ausgesprochen. Und die Umbralgräber. Das war, glaube ich, Schwächung, ne? Man kann es nicht umschalten. Ah, der Text steht dann wieder im Menü, ne? Ist mal ganz kurz gucken, was das nochmal macht. Ne, das. Ach, Schwächungsschaden, okay. Halt die Verbündeten von vor Gebrechen. Interessant. Also nicht unbedingt eigentlich eine, nicht zwingend eine komplette Angriffswaffe, ne? Kann man auch mit heilen, wie es aussieht. Vielleicht ganz interessant für Koop. Naja, ein bisschen brauche ich auch noch, dann kann ich den Schlüssel von Stormont kaufen. Auch nicht gerade unwichtig, sag ich mal, ne? Können wir dann nochmal in das Glockengebiet gehen, Pilgerweg. Ich hab's noch im Hinterkopf. Naja, hab's alles aufmerksam gelesen. So. Jetzt habe ich aber gar nicht in meiner unendlichen Blödheit genau diesen neuen Anhänger mir mal angeguckt. Ein Anhänger aus mehreren Klauen und einem kleinen, moosbewachsenen Schild verursacht mit jedem Statuseffekt, der einem Feind zugeführt wirkt, zusätzlichen Schaden. Nur wenige Besitztümer der Verstoßenen von Umbral blieben von der Katastrophe, die ihre Gesundheit auslöschte, verschont. Das meiste davon verleibten sich die Gewässer und Vegetation des Moores ein. Okay, erhöht nicht die maximale Gesundheit, sondern verdammt. Steht da gar nicht per se, ne? Also Statuseffekte, wenn die dann halt vergiftet sind, Blutung oder so, zusätzlichen Schaden einfach, alles klar, komm, ist gut. Hab ja verstanden. Hier ist auch noch. Oh, ich hätte jetzt gedacht, man kann da irgendwie rüber.
Ah, das Mottenman. Ich gefunden von Rocketman. Ne, ja, gut, passt. Da könnten wir jetzt runter. Noch was? Irgendwie so ein Gefühl, dass da noch was in den Gräben zu holen ist. Ja, wo zwischenzeitlich noch mal gepatcht, nicht noch einmal, sondern ich würde jetzt so schätzen fünfmal, vielleicht sogar noch mehr. Soll die Performance von besser laufen und so weiter. Warte mal, nur einen Moment. Ein Moment. Da war die Motte. Das war jetzt einfach die gleiche, ne? Ja, okay. Nee, dann brauche ich da nicht runter. Dann ist das so gesehen einfach der gleiche Graben, den wir schon mal abgegrast haben. Können wir weitermachen eigentlich. Ich würde sagen, da brauche ich jetzt auch großartig gar nicht hier lang. Na doch, ne? Ich glaube, hier ging es dann zu dieser Stelle, wo diese Parasiten waren. Ja, da liegt auch was. Also hier war ich noch nicht. Ich hätte erst gedacht, da wäre Wasser. Ja, genau. Hier hatte ich mich... Genau, da sind die Parasiten, wo man dann zum Boss kommt. Bitte keine Mimik. Oh. Und ich sag noch, ne, bitte keine Mimik. Zack, eine Mimik. Ich will mal wissen, wie man das prüfen kann. Also den jetzt wahrscheinlich rausziehen aus dem Boden. Na klasse. Ach, ich bin ein Esel. Ich glaube, die ist jetzt vom Speichern einfach nochmal gespawnt. Die Mimik kann das sein. Sieht fast so aus. Nein, ey. Ja, ich glaube, das war 1:1 dieselbe Mimik, die mich schon beim ersten Mal dran gekriegt hat. Nein! Oder? Doch. Ja, hier geht's weiter dann zum nächsten Gebiet, schätze ich mal. Oder noch ein Moorabschnitt. Ich gehe mal kurz da rasten, dann bin ich erstmal raus. Ja. So eine Scheiße. Habe ich so lange rumgeeiert. Naja, gehört halt dazu, ne? Das ist noch mal ganz schnell. Da komme ich gar nicht lang. Ach doch, gepupst. Ist jetzt egal. Munter putzen und weitermachen. Ich wollte jetzt erst prüfen, ob man vielleicht so eine Mimik rausziehen kann auf dem Boden. Einfach denn jetzt vorsichtig sein. Karte von Fitzroy's Schlucht. Was? Das ist das, was ich meinte, ne? Der Glockenraum da rechts unten. Dafür kriegen wir den Schlüssel garantiert.
Karlrad. Kleines hinterlistiges Vieh. Haben wir schon angehalten? Hier könnte ich rasten, ne? Okay. Oh! Wo, was bist du denn? Hat das Ding lebt? Ich dachte, das wäre eine Falle. Ich meine, war ja eine Falle, aber ne, so ein Standding. Fest an der Wand. Heidewitzka. Die sind echt näher beieinander, wie es aussieht, als ich dachte am Anfang. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel, glaube ich. Oh, doppelt gemoppelt hält besser, hä? Wow, mal langsam. Die sind anfällig gegen Blutung. Es ging doch jetzt ziemlich schnell. Guck mal, das Gesicht ist einfach mal abgepellt. Voll komplett skelettiert, die Leute. Nur so wie die Hundis. Oder was doch davon noch übrig ist. Da geht's nach Karlrad. Okay, das scheint das hier nicht unbedingt zum Hauptweg zu führen, würde ich schätzen. Einfach nur ein Umweg. Halten wir uns mal links. Ich versuche es zumindest. Da geht auch wieder was ab, ne? Oh, ziemlich schick auf jeden Fall. Die bekämpfen sich voll. Ich meine, das ist offensichtlich. Nein! So Skeletters hier. Okay. Ja, da scheint der nächste zu sein. Gar nicht so weit weg, echt, ne? Warum greifen die uns an, die Arschbacken? Ich will doch nur Hallo sagen. Finden die wahrscheinlich nicht so geil. Die Idee so. Außer rein. Außer rein, habe ich gesagt. Er kriegt gar nichts mehr mit, er schießt auf uns. Jetzt pennt er rum. Na dann. Oh Gott, blutroter Rektor Percival.
Jeter, so einer, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so ähnlich. Nein, ich wollte rollen, ich halte schon wieder da fest. Hier. An den blöden Stein. Da sind wieder Parasiten. Schwein. Ach nein, der hat aber eine gute Reichweite. Aber ich mag es echt, ne? Muss ich echt zugeben. Also dieses die Abfolge von den Bossen. Das ist echt klein, sag ich jetzt mal so. Wie viele Meter, sag ich jetzt mal, man gefühlt in den Gebieten geht, so, ne, bis dann weitergeht mit dem nächsten halt, wenn man denkt, das ist jetzt vom letzten Wurzelritter, nenne ich jetzt einfach mal, gar nicht so weit weg bis zu dem. Ja, läufst du einfach geradeaus durch. Okay, den Shortcut musste ich ja aktivieren. Aber jetzt überspitzt gesagt, ne. Ich hab's geahnt. Die kleine Ratte. Diese kleine Ratte zwingt uns quasi dazu, sich hier so einen Setzling zu pflanzen. Der hängt fest. Nutze ich mal direkt aus. Hier. Ich hab das gar nicht aufgehoben. Noch angeguckt und nicht aufgehoben, ne? Also Pansen. Absoluter Bansen. Ja, ich glaube, das ist einfach ein optionaler, ne? Wie dieser Kopf da, dieser Klotzkopf. Eigentlich komplett zu viel des Guten hätte ich gar nicht machen brauchen gerade. Rauslutschen reicht, aber ich habe mich auch ehrlich gesagt einfach mit der Taste auch vertan. Schon wieder! Scheißvieh! Toll. Komm ich gerade einfach durch. Jetzt will ich heiß und fettig. Danke, bitte. Ach.
Ja, guck an, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, kann er doch noch rufen. Fand ich jetzt gerade mal ganz interessant, ob er vielleicht den Zauber oder den das Wunder hier nicht wirken kann. Ich nenne es jetzt einfach mal Wunder. Fuck. Ah, okay. Alle guten Dinge sind, alle guten Dinge sind wieder drei. Hoffe ich zumindest. Da war ich eindeutig zu gierig. Kommt also noch ein Follow-up, so gesehen. Ich denke mal, die Parasiten sollen nicht, wenn ich gleich hops gehe, die sollte ich schon direkt ausschalten. Kann ja nur immer so ein Sinn sein für den Boss, ne? So ein Plus für den. Danke, bitte, tschüss. Gleicher Motto wie gerade. Lass mich. Hier, ich bringe mal ein paar Haustiere mit. Bitte abknallen. Sind sie. Ach, verdammt! Der Angriff macht auf jeden Fall heftig Schaden. Wenn seine Waffe da bufft. War das jetzt Zufall oder habe ich jetzt, indem ich den Parasitwecker 100 den Waffe genommen? War jetzt gerade so aus, ne? Ja, ich glaube schon. Ah. Nein, falsch. Hält er sich? Du Schwein. Hält er sich einfach mal. Naja, das hat nichts damit zu tun, glaube ich. Ach shit! So knapp! Blutroter Rektor, du!
Rektalarzt. ich glaube, ich nehme mal wieder Schwächung. So knapp. Hätte er sich nicht geheilt, hätte ich ihn gehabt. Der Arsch. Nee, nicht Mana wieder herstellen. Der ist eigentlich, ja gut, der Spruch, der ist ziemlich abgenutzt jetzt, ne? Aber das ist halt so, der ist gar nicht so schwer eigentlich. Aber ja. Schaffe ich nicht, ne? Bis jetzt. So ein Rektalpatient, ehrlich doch. Ja, wer weiß, vielleicht kann ich ja danach mir den Schlüssel kaufen. So schon mal nicht, ich wollte so ein bisschen Risiko gehen, aber das hat sie dazu kommen. Warum mach ich so einen Scheiß auch, ne? Ja, das. Der Versuch war zu wild einfach. Dankeschön. Auch was zur Seite, nicht nach hinten. Ja, doch, irgendwie so in der Richtung. Der muss dann in der Nähe stehen. Geht's. Ja,
Obwohl. Dann geht's. Ah, ich bin auf jeden Fall nah ran. An den 18.000. Also so gesehen. Nur noch 1.000. Oder war das genau 18.000? Ich weiß nicht. Ja, okay. Hauptsache er liegt. Ich bin im Dreck im Boden. Mit dem Gesicht im Dreck, meine ich. Mit dem Dreck im Boden, einfach ein Satz. Oh oh. Okay, die kämpfen dann in aller Ruhe vor sich hin. Sehr cool, aber. Also jedes Hauptgebiet hat so ein, zwei, weiß ich nicht, ob das jetzt als geheimer Boss zu verbuchen ist oder vielleicht einfach ein ganz normaler Zwischenboss. Weil diese. Oder? Da geht's nicht weiter, da vorne links ging es noch weiter. Ich glaube, ich kann jetzt auch die Waffe nochmal upgraden, ne? Blutgier. Glückspfote. Hä, hey, wieso war die denn jetzt neu eingezeichnet? Hatte ich die vorher schon, oder? Naja, macht ja nichts. Blutgier ist eine Inferno-Waffe. Aber auch wieder mit Agilität C, ne? Das ist das, was ich meinte. Vielleicht gehe ich echt auf Inferno. So als Nebeneffekt. Dafür brauche ich noch. Dafür brauche ich 13. Ich glaube, ich habe 9. 8 sogar nur. Sogar nur 8. Oh, hier ist ein Shortcut, glaube ich. Oder? Geht's hoch. Jetzt direkt in den nächsten Boss, dann lache ich mich kaputt. Himmelsrastbrücke. Was? Ah, krass, hör auf. Das ist ja cool. Das ist der Pilgerweg, ne? Ja, Tatsache. Wie die Gebiete miteinander voll verknüpft sind dadurch. Das ist der Pilgerweg. Das ist ja echt cool. Das ist echt cool, ey. Ich meine, indirekt ist es auch wieder ein Shortcut, der bringt mir jetzt nichts, ne? Ich habe ja die Schnellreise und so. Aber trotzdem, dass die Gebiete so verknüpft sind miteinander über einen Shortcut, also Aufzug und so weiter, das ist natürlich auch was anderes mal. Ich kann mich jetzt so per se nicht daran erinnern, außer wenn man nach Ile, Isalit, wenn man ins Isalit-Gebiet fährt bei Dark Souls 1, da kannst du auch von der mit dem Kapellen. Aufzug direkt runter durch. Was sonst? War doch zumindest, glaube ich, so. Ich bin jetzt ganz ehrlich, so wenn ich drüber nachdenke, ich wüsste jetzt nicht, warum man den Shortcut nehmen sollte. Sei denn man weiß, man hat was übersehen, ne? Irgendwie. Am Pilgerweg. Jetzt das Gegenargument. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Stegreif, wozu sollte man den Weg jetzt nochmal wählen. Da war jetzt aber auch nichts sonst, oder? Vielleicht mal kurz nach Umbral. Ein bisschen kurz abchecken hier. Ob vielleicht einer steht, unsere Eisenfist oder so. Knochenfist. Nee. Gudi. Dann halt nicht. Au. Lass mich. Schwein.
Ist das dein Boot? Das ist ein Boot, ne? Das ist aber kein Meer. Das ist, oh. Hört ihr wohl auf, mich anzugreifen? Eine Bande. Ist einer gestorben? Die Dinger kann ich definitiv gebrauchen. Motte? Nee. Er pflanzt erstmal ein paar Eier. Ich muss echt mal schauen, dass ich gleich so renne und aber ich glaube, das lässt sich nicht einrichten. Kann ich mir so vorstellen, dass man irgendwie Klettern und Springen umsetzt auf der anderen Taste. Eine Roche. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal die Moneten zusammen für den Schlüssel. Die Kraft. Fitzroy's Schlucht. Ach nee, sag mir bloß, da kommt der nächste Boss direkt. Ah nee, der geht's bergab, okay. Kleines Radium-Fragment. Ach so. Da geht es dann wieder zu dem Boss von gerade eben. Ich habe eine Kraftbotte. Ja, ich würde sagen, dann werde ich mir mal den Schlüssel holen bei Throwmount. Und ansonsten machen wir direkt da an der Klippe weiter im nächsten Part. Würde ich sagen, ist ein guter Plan. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, Freunde. Tschüss, bis dann.